Das zweite Objektiv ist das Objektiv, was ich persönlich am meisten benutze. Wenn du andere Bereiche der Fotografie hast, wo du mehr fotografierst, dann wird es bei dir ein anderes Objektiv sein. Aber bei mir ist es ein 16-35er, ein Weitwinkelobjektiv. Das heißt, 16-35 ist meine Brennweite, jetzt hier auf Vollformat. Und wenn du eine APS-C-Kamera hast, ist es bei dir was anderes, sage ich dir gleich. 16 mm heißt, ich bin sehr weitwinklig und bekomme sehr, sehr viel auf mein Bild drauf, was natürlich toll ist für Landschaften. Wenn ich aber sage, ich kann nicht so nah an Sachen rangehen und will nicht so viel von der Landschaft drauf haben, kann ich auch auf 35 mm zoomen und bin dann eben wieder ein bisschen näher dran. Das heißt, meine Brennweite oder mein Bereich ist abgedeckt mit diesen zwei Objektiven von 16 bis 35 mm und dann wieder von 70 bis 200 mm. Also eine sehr große Range von weit bis nah dran.